Einen bunten musikalischen Frühlingsstrauß, das bot die achte Nacht der Stimmen den Zuhörern am Freitagabend im Kulturhaus Osterfeld. Den Anfang der musikalischen Reise machte die Berliner Sängerin Diane Weigemann. Und zu Augen auf, Hand aufs Herz, sprich es aus, einmal zu viel lange da. Die Sängerin und Songwriterin stand unter anderem schon mit Künstlern wie den Ärzten auf der Bühne. Lieder schreibt sie quasi, seit sie schreiben kann. Und sie sagt von sich selbst, sie schreibt die Songs in erster Linie für sich. Klingt jetzt ein bisschen egoistisch, schreibt die Lieder nur für mich und kein anderer darf sie hören. So ist es nicht gemeint, sondern es geht tatsächlich um dieses Gefühl, aus einer Intention herauszuschreiben. Also wenn du in deinem Leben irgendwo etwas dir widerfährt oder du irgendwas begegnest, wo du das Gefühl hast, das berührt dich so sehr, dass du nicht nur einmal oder zweimal darüber nachdenkst, sondern irgendwann eben die Intention hast, das niederzuschreiben und das rauszulassen, dann ist das ja eine Sache, die ich für mich mache. Andere Leute gehen zum Sport oder wieder andere Leute vielleicht zum Psychologen und ich schreibe dann eben Lieder, um das loszuwerden. Und deswegen kam dieser Spruch, ich schreibe das in erster Linie vor allen Dingen erstmal für mich, irgendwann mal in irgendeinem Interview. Die Musik wurde ihr quasi in die Wiege gelegt und ist aus ihrem Leben nicht mehr wegzudenken. Nee, also gar nicht ohne, also so komplett ohne Musik würde auf gar keinen Fall gehen. Es ist eine Berufung und es ist auch ein Stück weit, sucht man sich das nicht aus. Also ich weiß, dass ich schon wirklich auch als kleines Mädchen ganz, ganz viel in Musik gefunden habe für mich und auch ganz viel Musik gebraucht habe, wenn es Momente gab, in denen ich irgendwie nicht so gut drauf war zum Beispiel oder so. Und deswegen, ich glaube eher, es ist die Musik, die einen sucht und nicht man selber, die Musik sucht. Einen poetisch-musikalischen Liebesflug erlebten die Zuhörer, als Konstantin Wecker, einer der ganz großen Liedermacher in Deutschland, die Bühne betrat. Wut und Zärtlichkeit heißt sein neues Album. Die politische Wut hat Konstantin Wecker wieder einmal eiskalt gepackt. Wenn es um Politik geht, bin ich zurzeit extrem wütend, also wütender noch als früher. Und Zärtlichkeit ist halt notwendig, dass man nicht aus der Wut heraus dann handelt, das wäre falsch. Also ich glaube, dann muss man sich schon wieder besinnen, dass man eigentlich aus Liebe zur Gerechtigkeit, zu den Menschen, zu einer, wenn es möglich wäre, liebevollen Gesellschaft, dass man aus der, das ist der Urgrund des Handelns eigentlich. Also es gehört schon sehr zusammen beides. Seit 4 Jahrzehnten prägt der Liedermacher nun schon die deutsche Musikszene mit. Doch auch nach all den Jahren scheinen ihm die Ideen für neue Songs nicht auszugehen. Gottfried Benn sagt mal sehr schön, eigentlich schreibt man sein ganzes Leben lang nur in einem einzigen Gedicht. Alles andere sind Fingerübungen. Und ich sehe das genauso. Eigentlich ist es immer ein Thema in den verschiedensten Variationen. Wenn ich das Thema jetzt mit einem knappen Satz benennen könnte, dann würde ich wahrscheinlich nie mehr was schreiben. Also insofern will ich das auch gar nicht. Aber das Grundthema eines Lyrikers ist wohl, da hat jeder das Seine. Und an das schleicht er sich und tastet er sich in allen Variationen heran. Beim Liederschreiben hält sich Konstantin Wecker an den klassischen Arbeitsablauf. Aber immer erst der Text. Weil ich brauche ja auch für den Text ganz verschiedene Musiken. Und meine Musiken dienen ja dem Text. Also ich betrachte meine Lieder nach wie vor als vertonte Gedichte. Und ich muss ja auch aufpassen, dass ich mit der Musik, die soll zwar emotional sein und die soll auch anrühren, wenn es möglich ist und wenn es geht, aber ich darf mir den Text nicht kaputt machen. Das Pforzheimer Publikum war von dem bayerischen Mitsechziger schlichtweg begeistert und befand sich im Weckerfieber. Kurzum, die 8. Auflage der Nacht der Stimmen war ein voller Erfolg. Macht dir recht, das Ohr nicht müde, ist vielleicht nur Attitüde.